Ricarda Loth. Sie ist seit fast 20 Jahren aus dem TV nicht mehr wegzudenken. Die Alm, die Burg, das Dschungelcamp und zuletzt auch bei Kampf der Reality Stars. Schon bald will die 48-Jährige ihr Glamour-Leben gegen das einer hart arbeitenden Pflegekraft eintauschen. Ihr Äußeres ist ihr allerdings auch dabei wichtig. Wie praktisch, dass ihre Freundin Alona gleichzeitig Stylistin ist. Es wird eine Herausforderung für mich sein, weil ich vor dem Älterwerden schon ein bisschen Angst habe. Ne? Ich meine, wer behauptet, er hat keine Angst, lügt, weil jeder Mensch hat ein bisschen Bammel davor, alt zu werden, weil du weißt nicht, wo bist du in 20 Jahren? Wie wirst du drauf sein? Hast du noch Lebensfreude? Man verliert ja auch mit der Zeit, wenn man älter wird, auch so ein bisschen die Lebenselan. Man verliert die Vitalität, man wird älter, man wird müde. Aber bei mir ist es ja wirklich kein Staatsgeheimnis. Das weiß jeder Mensch. Dass ich ab und zu mal so ein bisschen ein paar Eingriffe machen lasse, um dem Älterungsprozess auch entgegenzukommen. Also, oder zu verlangsamen, besser gesagt. Und ja, ich tue mir einfach gute Dinge, zum Beispiel Friseurbesuch oder ein bisschen Botox in den Stirn. Etwas, das bei der überwiegenden Mehrheit der Bewohnerinnen und Bewohner, die Kader in Kürze trifft, sicher nicht vorkommt. Auch sonst muss sich der TV-Star auf viel Neues einstellen. Und dann, du bist so aufstehen, so viel früher? Und dann? Ja, ganz früh. Nein. Ja, um 4 oder um 5. Was? Ja, du, ich bin ja nicht privat zu Hause, ja? Du bist in einem Pflegeheim. Da musst du zack, 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 zack funktionieren. Kader. Wie ein Soldat, ja. Du bist ich bin früher. Gespannt, ja. Nein. Ob ich so früh aufstehen kann. Da ist so viel zu tun. Und ich bin selber gespannt, ob ich das alles meistern kann. Ich habe ja schon Probleme, wenn ich bei mir zu Hause den Abwasch mache. Es wird bestimmt wahrscheinlich ein bisschen eklig, aber wer weiß. Also ich kann mir schon vorstellen, wenn die Leute baden oder duschen, dass ich deren Rücken schrubbe oder den Hintern schrubbe. Aber wenn sie jetzt ins Bett machen oder so, ich glaube, da würde ich vielleicht zuschauen. Aber ob ich da gleich Hand anlege, ich weiß es nicht. In unserem Experiment sollen die Promis den harten Alltag von Pflegekräften kennenlernen. Doch Kader sieht ihre Aufgabe woanders. Ich möchte mit den älteren Menschen so ein bisschen Stimmung reinbringen. Ja. Die müssen ein bisschen lebendig werden. Die können doch nicht mal da rumliegen. Ich will Stimmung reinbringen, ein bisschen Lebensfreude reinbringen. Weißt du, so Freude, ja. Spaß am Leben. Ja? Die sollen wieder aufwachen und laufen und sich auf das Leben freuen, spazieren gehen. Ja, ein bisschen verrückt sein. Sind wir nicht alle ein bisschen verrückt? Also schau mal, so sehe ich in 20 Jahren aus. So hübsch. Was? Hallo? Guck dir mal die ganzen Falten an. Ich sehe wie ein Dinosaurier aus. Nein, das ist vanished. Guck mal, alles hängt hier überall und die Wangen hängen unten. Das bin ich gar nicht, Alona. Da haben auch die ganzen Beauty-Eingriffe nichts gebracht, Alona. Nichts. Nein. Ich packe das mal Bild weg. Jetzt werde ich deprimiert. Ich bin echt deprimiert. Nee. Nee. Doch vielleicht wird sich in den kommenden Tagen daran etwas ändern. Zunächst fährt Kader ihr Glamour-Outfit zumindest etwas herunter, bevor es die Berlinerin ins norddeutsche Wilhelmshaven verschlägt. In einem ruhigen Wohngebiet liegt die Alten- und Pflegeeinrichtung Lütjesheim. Von außen wirkt sie wie ein Einfamilienhaus. Drinnen kümmern sich 14 Pflegekräfte im Schichtdienst um 18 Bewohnerinnen und Bewohner. Eine überschaubare Anzahl. Dementsprechend familiär geht es hier zu. Zwei, die schon auf Kader warten, Pflegehelferin Nicole und Bewohner Klaus Brehm. Klaus ist unser Charmeur, ne? Ja. Ja. Du weißt ja, Klaus, wenn du deine Frau nicht hättest, ich würde dich heiraten. Ja. Klaus Brehm, 87 Jahre alt und seit 2020 im Lütjesheim. Auch dabei die 83-jährige Anne Bayer. Sie lebt seit 2021 hier. Und sie arbeitet schon über 20 Jahre in der Einrichtung, die 54-jährige Heimleiterin Kirsten Vollers. Ich habe das vor 4 Jahren hier übernommen, war vorher 5 Jahre lang als Pflegedienstleitung hier tätig und habe 1998 das Heim mit aufgebaut. Ich habe immer gesagt, ich möchte nie ein Pflegeheim haben und wenn, dann nur dieses.
Die Vorbesitzerin musste Insolvenz beantragen. Das Seniorenheim stand bereits kurz vor der Schließung. Die Bewohner sollten auf andere Einrichtungen verteilt werden. Im Mai 2018 hat Kirsten Vollers zuerst einen Kredit auf und dann die Leitung übernommen. Ihren Lebenstraum wollte sie nicht aufgeben. Wir haben für die Einrichtung hier wirklich gekämpft, aber nicht nur ich, sondern eben auch mein Team. Und zum Teil waren es auch die Angehörigen, die mich hier zu mir gesagt haben, du musst es weiterführen. Mit Vollblut. Heute ist das Lütjesheim wieder komplett ausgelastet. Und dies sind die Golden Girls aus Wilhelmshaven. Sie alle sind besonders neugierig, welcher Promi hier sein Pflegepraktikum absolviert. Da sind Vera Neumann, 88 Jahre alt und seit 2018 im Lütjesheim. Man lebt ja nicht ewig. Man weiß, man muss sterben eines Tages. Und man geht schnell und manchmal müssen manche sich sehr quälen. Das hatte ich auch erst die erste Zeit, so diese Angst davor, die letzte Station hier. Aber das ist alles so aus dem Hinterkopf raus. Golden Girl Nummer 2, Hannelore Schlegel. Die 68-Jährige lebt ebenfalls seit 2018 hier. Oder so Weiber haben, also da spielen wir Karten, werden schon getrunken. Und ist immer lustig. Die dritte im Bunde, Erika Grieger. Sie ist 84 Jahre alt und seit 2016 Bewohnerin. Wir sind sehr zufrieden, muss ich ehrlich sagen. Ich bin jedenfalls sehr zufrieden. Ja. Und, oh ja, ab und zu kann man so auch mal vergessen. Ja. Für die 18 Bewohnerinnen und Bewohner gibt es in dem zweistöckigen Haus 8 Doppelbettzimmer und ein Dreibettzimmer. Wer hier einziehen möchte, zahlt im Schnitt 2.500 Euro monatlich. Je nach Pflegegrad übernimmt die Pflegekasse einen Teil der Kosten. Geht es nach Heimleiterin Kirsten Vollers, darf Kader Loth die Pflegekräfte bei allen Aufgaben unterstützen. Es wird allerdings nicht immer einfach. Der Prominente kann sehr viel falsch machen, indem er meine Bewohner, meine Mitarbeiter und auch meinen Stil, so wie ich dieses Haus hier führe, nicht annimmt. Wir zeigen den Damen ein Bild ihrer zukünftigen Praktikantin. Sieht ein bisschen aufgetakelt auf. Auf den ersten Blick hier sehr arrogant. Kader Loth sagt mir gar nichts. Also die hat einen Blick, klasse. Die Lippen schön voll. Ich stehe auf sowas. Anpacken kann sie, glaube ich, nicht. Die sieht irgendwie etepetete aus. Die Pflegekräfte und Senioren sind selbstverständlich mit den Dreharbeiten einverstanden. Und darüber aufgeklärt, dass unsere Promis bei ihren Tätigkeiten gefilmt werden. Reality-Star Kader weiß jedoch nicht, was in den nächsten Tagen auf sie zukommt. Also ehrlich, ich komme mir wie irgendwie verloren vor, im tiefsten Walachei. Ich habe mir das schon alles so ein bisschen anders vorgestellt. Ja? In einem Hochhaus und mehr Verkehr, mehr Menschen auf der Straße. Aber ich finde, hier ist völlig tote Hose, ne? Noch sieht es danach aus. Aber das Lütjesheim hat sich für seinen Neuzugang ein herzlich nordisches Willkommen überlegt. Hallöchen! Hallöchen! Hallo, hallo! Ja! Geht's euch gut? Super! Ja! Total süß! Total süß! Damals vor unendlich langer Zeit, da machten wir Friesen am Wasser uns breit. Und jetzt alle! An der Nordseeküste, am plattdeutschen Strand, sind die Fische im Wasser und selten an Land. Ich war total gerührt und die haben sich so viel Mühe gegeben und sich auf den Moment gefreut. Und als ich da war, war alles so spannend und ich hatte schon ein bisschen Tränen in den Äuglein gehabt. Ich dachte, jetzt warten irgendwelche frustrierte
Menschen auf mich und so traurige Gesichter. Nein! Oh. Hey. Und alle guten Dinge sind drei! Oh. Hey. So, herzlich willkommen in unserem schönen Heim. Ja, ich habe gedacht, die wäre vielleicht größer und so. Ich bin die Kader Loth. Vielleicht kennt ihr mich von sämtlichen Reality-Formaten. Reality, weiß ich nicht, was das bedeutet. Von Dschungelcamp. Kampf der Reality-Stars. Und die Alm und. Oh, ich war ein bisschen enttäuscht. Auf Deutsch gesagt, ich bin die Queen der Trash-Formate. Trash-Queen? Das kann ich nicht sein, das weiß ich nicht. Was ist also eine Crash-Queen? Ich freue mich schon auf morgen früh, wenn wir uns hier um 17:45 sehen. Oh, 17:45? Also ich glaube, dass sie von der Pflege im Großen und Ganzen keine Ahnung hat. Sie hat auch, glaube ich, vom normalen Alltagsleben keine Ahnung. Aber wir werden ihr versuchen zu zeigen, dass man auch im normalen Alltagsleben viel Spaß bei der Arbeit haben kann. In Deutschland gehen 1,2 Millionen Pflegekräfte dieser Arbeit nach. Dazu gehört auch das frühe Aufstehen. Und während Kirsten Vollers und ihr Team am nächsten Morgen schon wieder bereit sind, ist von Kader noch nichts zu sehen. 10:06. Oh, dann hat sie noch 5 Minuten. Mal gespannt, ob sie pünktlich ist. Dienstbeginn in 5 Minuten. Kaders erster Tag in der Altenpflege. Ist der TV-Star etwa noch in seinem Hotel? Also, glaube ich, vom normalen Alltagsleben keine Ahnung. Doch dann. Ja, es ist 17:45 und ich bin haargenau pünktlich, ja? Hallo, einen wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen. Ja, in aller Frische. Ja, schön. Pünktlich. Hey. Hey. 17:45 in Deutschland. Ja. Super. Kirstin, die Chefin des Hauses, war sehr überrascht, weil sie dachte, mein Gott, die steht wahrscheinlich stundenlang vorm Spiegel und schafft das nicht mal hier pünktlich aufzutreten. Und umso größer war die Überraschung. Die Bewohnerinnen und Bewohner sind alle geimpft. Wegen der Corona-Regeln werden unsere Promis täglich getestet. Der Test ist negativ. Viel Zeit für den Morgenkaffee bleibt nicht mehr, denn die ist knapp im Pflegealltag. Um 6.30 Uhr startet die selbsternannte Queen aller Trash-Formate mit dem Wecken der ersten Seniorinnen und Senioren. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, Sonnenschein. Ja. Ich bin auch schon so früh. Ja. Meine Güte. Habt ihr gut geschlafen? Ja. Ich fang an. Ja. Die zweite Lage macht dann Kader. So, jetzt geht's los und jetzt gibt es kein Zurück mehr. Los geht's mit Bandagieren. Stopp. Ich habe innen angefangen, dann musst du jetzt außen anfangen. Nein? Von außen? Ja, so drehen. Einmal drehen. Ja. So, und so anfangen. Ah, okay. Nee. Nicht ziehen. Mal näher, mal nach vorne hier. Zurück, aber faltenfrei. Nee, du ziehst jetzt aber zu stramm. Ja. Genau. Aber mir geht es ja nicht hier auch darum, alles perfekt zu machen. Nein, sollst du ja nicht. Ich will ja was dazu lernen. Richtig. So war schon richtig, aber in den Binden kommt reingucken, dann kannst du besser das dirigieren. Super. Dankeschön. Gerne. Für 17 Bewohner steht die Morgenpflege allerdings noch aus.